Ja, ein herrlicher Blick hier in unser herrliches Weserbergland. Wahnsinn. Ich bin hier oben am Bückeberg bei Hagenosen. Und hier ist das ehemalige Veranstaltungszentrum der Reichsernte-Dankfeste, wo das nationalsozialistische Regime die Propaganda zur Perfektion getrieben hat. Und mittlerweile ist hier oben eine Lern- und Dokumentationsstätte entstanden. Ja, und was die alles zu bieten hat, ja, das seht ihr jetzt. Ich bin jetzt hier am Fuße des Bückeberges, hier bei Hagenosen, südlich von Hameln. Und hier auf diesem riesigen Hang haben von 1933 bis 1937 die Reichsernte-Dankfeste im Herbst jeden Jahres stattgefunden. Und dieser Platz wurde hier teilweise von bis zu 1 Million Besuchern heimgesucht. Und alle haben dann ja in Ekstase ihrem Führer Adolf Hitler zugejubelt. Mittlerweile ist hier an dieser Stelle eine Dokumentation und Lernstätte entstanden. Früher war dieser Ort hier verkommen. Keiner hat es interessiert, was hier oben stattgefunden hat. Aber es erfolgte ein Umdenken und mittlerweile wurde hier ein gezielter Weg hoch bis zur Ehrentribüne angelegt, wo man als geneigter Besucher nachvollziehen kann, wie ja, Propaganda funktioniert. Ich möchte mir heute hier diese Dokumentationsstätte nochmal anschauen, denn ich muss sagen, ich war vor ein paar Jahren mal hier und da war hier oben noch gar nichts passiert. Dort oben der Bereich der Ehrentribüne, der war komplett zugewuchert und vermüllt. Das Gelände war ja völlig verwahrlost, kann man nicht sagen, aber es hat halt keinen interessiert. Man konnte zwar noch gut den Führerweg, diesen mittleren Gang hier erkennen, aber ansonsten, ja, dominierte mehr das Vergessen. Das hat sich geändert, Gott sei Dank. Und diese Lern- und Dokumentationsstätte hier am Bückeberg ist mittlerweile, wie ich finde, ein wichtiger Bestandteil auch für Schulen, um zu zeigen, ja, wie Massen durch gezielte Propaganda in ihrem Denken, in ihrem Handeln beeinflusst werden können. Ja, 1933 bis 37 fanden die Reichsernte-Dankfeste hier statt. 1935 wurde das Ganze dann ergänzt durch eine Darbietung der Wehrmacht, die dann hier in dem Bereich hier eine Militärübung abhielt und dort wurden Brücken gesprengt, Häuser erobert und die Panzer fuhren hier mit allen Karacho über Wald und Wiese. Ja, also auch hier wurde die Landbevölkerung schon mal eingestimmt auf das, was denn dann da kam ab 39 auf den Zweiten Weltkrieg. Hier vorne, wo die kleinen Bäumchen, die kleinen Setzlinge sind, das Gelände ist dort eingezäunt, da war die Tribüne vom Hauptredner von Adolf Hitler. Hier hat er eine 30-minütige Rede gehalten. Der ganze Berg hier wurde mit seiner Ansprache beschallt und dann konnte auch jeder Teilnehmer hier an den Reichsernte-Dankfesten hören, was denn der Führer zu erzählen hatte. Ja, wir gehen jetzt mal langsam hoch Richtung Ehrentribüne. Ich bin schon ganz gespannt, wie es da oben aussieht. Und dann arbeiten wir uns hier mal langsam, aber sicher an den einzelnen Informationstafeln ab. Hoch Richtung Ehrentribüne. Also, los geht's. Ja, ein paar Höhenmeter habe ich. Da unten stand die Rednertribüne von Adolf Hitler, wo er seine 30-minütige Rede gehalten hat, nachdem er hier den Bückeberg einmal hoch und runter geschritten ist. Und man kann sehen, ja, die Rednertribüne, die war hoch angelegt, sodass jeder Teilnehmer Adolf Hitler sehen konnte. Und hier auf dem Bild nochmal schön zu erkennen, überall Kameras, die dieses Spektakel hier festgehalten haben. Ja, diese ganze Veranstaltung hier war ausgerichtet auf Adolf Hitler. Hier sollte ein Führerkult geschaffen werden. Und da wurde natürlich nichts dem Zufall überlassen. Jeder Schritt, der hier am Bückeberg gemacht wurde, war durchgeplant. Und ja, hat natürlich dann seine Wirkung auf die Massen nicht verfehlt. Ja, Adolf Hitler hat eine 30-minütige Rede gehalten, ich habe es gesagt. Und am Ende wurde das Deutschlandlied angestimmt und das Horst-Wessel-Lied. Und beim Stichwort Horst-Wessel muss ich natürlich an den nahegelegenen Süntel denken, der hier auf Sichtweite zum Bückeberg liegt. Und dort oben, oberhalb von Wellihausen, da war das sogenannte Horst-Wessel-Denkmal. Eine Säule, die dort oben extra auf
Sichtweite hier zum Bückeberg angelegt wurde. Das war ein vorläufiges Denkmal dort oben im Süntel. Später nach dem Krieg sollte das Ganze noch pompöser und ja, riesiger ausfallen, analog zum Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald. Soweit ist es ja dann nicht gekommen. Aber hier war geplant, dann dieses Denkmal auch entsprechend zu beleuchten, sodass man dann auch in den Abendstunden hier vom Bückeberg dieses ja, Horst-Wessel-Denkmal bestaunen konnte. Gott sei Dank ist es soweit nicht gekommen. Es wurde dann zum Ende des Zweiten Weltkriegs von den Alliierten gesprengt und man findet dort oben im Süntel nur noch die kläglichen Überreste dieser, ja, dieses schändlichen Denkmals. Und wenn man jetzt hier oben steht, dann wird doch noch mal ganz klar, ja, warum genau dort oben im Süntel dieses Denkmal aufgebaut werden sollte. Also auch hier in der Umgebung war alles ausgerichtet hier auf die Propaganda der Nationalsozialisten. Das Video da oben vom Horst-Wessel-Denkmal habe ich euch hier gleich mal verlinkt. Da war ich auf einer kleinen Tour zum Süntel und bin dann ja mit einem kleinen Schwenker zu diesem Horst-Wessel-Denkmal gewandert. Ja, mittlerweile ist es Gott sei Dank sehr, sehr zugewuchert und ja, lohnt sich eigentlich auch nicht wirklich, sich da durch das Dornengestrüpp hinzuarbeiten, denn Gott sei Dank viel zu sehen ist da nicht mehr. Ja. Auf geht's, weiter hoch, immer weiter Richtung Ehrentribüne. Hier, wo ich stehe, ist ja circa der östliche Rand hier des Veranstaltungsplatzes. Und hier an dieser Stelle gibt es eine kleine Aussichtsplattform, die zeigt, ja, wie viel Erde hier von diesem Reichsarbeitsdienst bewegt wurde, um dieses Plateau zu schaffen. Hier ist die äußere Kante, hier sieht man, wie es steil nach unten geht. Also ein wahnsinniger Arbeitsaufwand hier, um dieses Gelände für die Reisernte-Dankfeste zu schaffen. Einmal natürlich hier das Plateau anlegen, dann gehörte natürlich auch viel technische Vorbereitung hier dazu. Also hier wurden überall Kabel verlegt, damit Adolf Hitler auch über die Lautsprecher überall zu hören war. Die Kameras brauchten Strom. Also hier war alles bis auf den Punkt durchorganisiert und hier auf dieser Schautafel kann man noch mal gut sehen, wie der Ablauf hier bei den Reisernte-Dankfesten durchorganisiert war. Wir haben natürlich die Ehrengäste, die anreisen mussten. Dafür gibt es dort oben extra einen Parkplatz. Wir haben hier im angrenzenden Wäldchen entsprechende Arbeitslager für die Arbeiter, die hier am Berg arbeiten mussten. Und man erkennt dann hier zum Beispiel auf den Bildern hier ein Großparkplatz bei Vorenberg, das liegt dort drüben, wo dann hier die Masse der Besucher parken konnte. Und man erkennt hier, dass ja Adolf Hitler auch schon auf der Fahrt hierher propagandistisch ausgeschlachtet wurde. Man hat hier ein Bild von der Fahrt durch Hildesheim, alles geschmückt mit Hakenkreuzen. Hier sehen wir Hameln, wie es sich auf die Durchfahrt von Adolf Hitler vorbereitet. Also auch hier ja jede Menge Bildmaterial, das Ganze hier nochmal ja, untermauert und dem Besucher zeigt, wie das Ganze hier organisatorisch abgelaufen ist. Und hier sehen wir nochmal den Platz in seiner Gänze. Man erkennt den Mittelgang und links und rechts gesäumt hier mit entsprechenden Geländern, dass die Menschen zwar nah an Adolf Hitler ran konnten, aber nicht zu nah. Also alles, wie gesagt, durchgeplant. Und während dieser Reichsarbeitsmaßnahme wurde hier natürlich jede Menge Erdreich bewegt. Ja, Wahnsinn. Wir haben hier, wenn man nochmal von hier oben schaut, die einzelnen Stationen hier am Bückeberg gut erkennbar. Wir haben dort ganz unten den nördlichen Eingang hier zum Bückeberg und dann dort unten rechts daneben etwas zur Propaganda. Ganz links dort drüben auf der anderen Seite des Mittelweges, da ist der Führerkult um Adolf Hitler ein wenig analysiert. Und hier vorne, ja in der Mitte quasi, dort wird etwas über die Teilnehmer hier am Bückeberg erzählt. Da handelt es sich nämlich überwiegend um Landbevölkerung aus einem Umkreis von 100 Kilometern. Die Landbevölkerung muss hier in ihren traditionellen Trachten teilnehmen. Und jede Volksgruppe sollte hier am Bückeberg zu dem ja, christlichen Erntedankfest vertreten sein. Und ja, dieses christliche Erntedankfest wurde hier natürlich entsprechend dann propagandistisch ausgeschlossen.
geschlachtet und zu einer großen NS-Veranstaltung umfunktioniert. Und während dieser Veranstaltung sollten alle Volksgruppen dort vertreten sein. Das heißt, wir haben auch hier Trachten aus Bayern, aus Baden-Württemberg und vertreten gehabt, sodass sich hier am Bückeberg ja quasi ein Spiegelbild der deutschen Gesellschaft wiedergefunden hat, um dem Führer entsprechend zuzujubeln. Und so kamen dann schnell 1 Million Teilnehmer hier zusammen. Und man kann sich vorstellen, wenn die Veranstaltung hier zu Ende ging, dann wollten die natürlich alle wieder nach Hause. Und da gab es hier wohl das ein oder andere Verkehrschaos. Insbesondere, wenn die Veranstaltung relativ lange ging und es mittlerweile dunkel wurde, dann war hier wohl ja ein regelrechtes Chaos. Ja, als dieses Chaos losbrach, war Adolf Hitler trotzdem schon lange wieder weg. Sein strammer Zeitplan, der war völlig durchgetaktet. Und so war Adolf Hitler ja nur eine wirklich notwendige Zeit hier oben und ist dann wieder in seinen Zug gestiegen und weitergefahren, ja, zur nächsten Veranstaltung oder zu seinem nächsten, ja, Terminplanung. Ja, sehr, sehr interessant. Mittlerweile bin ich hier oben an der Ehrentribüne angekommen. Hier haben wir wieder einen betonierten Weg für die Besucher. Hier wird nochmal erläutert, wie das traditionell christliche Erntedankfest für die NS-Ideologie missbraucht wurde. Und hier in diesem abgesperrten Bereich, hier zwischen den Bäumen, kann man noch einzelne Fundamentreste der ehemaligen Ehrentribüne erkennen, die sich hier weit von links nach rechts gezogen hat. Und ja, auf diese ehemalige Ehrentribüne wurde hier ein Podest gebaut und dort finden wir jetzt gleich noch mal einiges an Informationen hier zu dem Bereich der Ehrentribüne und da schauen wir noch mal hin. Ja, schön zu erkennen, hier die alten Fundamente der Ehrentribüne, die hier am oberen Ende des Bückeberges gebaut wurden. Und auf diese alten Fundamentreste wurde jetzt dieser Steg gebaut. Und hier haben wir nochmal einen Spiegel der einzelnen Stationen, die wir hier am Bückeberg finden. Wir haben hier Infos zur Propaganda, zum Führerkult, aber auch Infos über die Teilnehmenden, über Bauorganisation und Ablauf hier der Reiserntedankfeste und natürlich auch Infos zu dem, wo die Reichsernte-Dankfeste drin gipfelten, nämlich in Gewalt und Krieg. Also hier nochmal die geballten Informationen, sodass der Besucher hier gar nicht unbedingt hier die einzelnen Stationen am Bückeberg abschreiten muss, sondern man erhält hier oben in komprimierter Form nochmal sämtliche Informationen. Allerdings muss ich sagen, wenn man von unten nach oben hier den Bückeberg abgeht, dann ist das doch schon ein sehr intensives Gefühl und die Informationen, die man hier an den einzelnen Täfelchen bekommt, die wirken dann umso stärker auf einen, weil man sich ja regelrecht vorstellen kann, was das hier oben für eine mega Veranstaltung war. Ja, und wenn ich hier stehe, dann haben wir hier einen herrlichen Blick in unser Weserbergland und da kann ich dann nur sagen, Gott sei Dank sind die unsäglichen Zeiten des braunen Nationalsozialismus vorbei. Jetzt leben wir in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und können hier unsere Freiheiten genießen und werden nicht durch Propaganda, Gewalt und Unterdrückung zu irgendwelchen Handlungen gezwungen. Also von daher muss man sich immer wieder vor Augen halten, in was für wichtigen friedlichen Zeiten wir leben dürfen. Wobei natürlich jetzt das Friedliche seinen großen Knacks erhalten hat mit dem Ukraine-Krieg. Und auch dort sieht man wieder, wozu Propaganda fähig ist. Und deswegen hoffe ich, dass jeder, der diese unerträglichen Nachrichten aus dem Ukraine-Gebiet in den Nachrichten mitbekommt, alles auch immer mit einer gewissen Skepsis betrachtet und sich nicht zu sehr von der Propaganda, die dort betrieben wird, sei es auf russischer Seite, aber auch auf ukrainischer Seite, beeinflussen lässt. Ich hoffe, dass der Frieden bald wieder Einzug hält hier in Europa und dass diese doch unerträglichen Zeiten wieder schnell vorbei sind. Ja, apropos vorbei, mein Video geht jetzt hier natürlich auch dem Ende entgegen.
Ich bin hier oben an der Ehrentribüne angekommen und werde jetzt hier wieder runter Richtung Ausgangspunkt schreiten. Schön, dass er mich auf meinem, ja doch, sehr intensiven Gang hier am Bückeberg begleitet hat. Wenn ihr die Möglichkeit habt, diese ja, Lern- und Dokumentationsstätte mal zu besuchen, dann macht es. Es ist auf jeden Fall jeden Besuch wert und die Informationen, die man hier oben erhält, die ja, dürfen auch nicht vergessen werden. Denn hier hat man nochmal ja, wirklich intensiven Einblick in eine Propagandamaschinerie der Nationalsozialisten, die es so hoffentlich nie wieder geben wird. Ja, ich sage schönen Dank, dass ihr dabei wart. Schaut mal durch meinen Kanal. Viele weitere tolle Videos hier aus unserem Weserbergland und Lahnebergland erwarten euch da. Schaut mal durch, lasst ein Abo da, einen Kommentar, einen Daumen nach oben, das volle Programm. Das stimmt mich glücklich. Ja, und während ich jetzt wieder nach unten schreite, schaut ihr euch dieses riesige Areal nochmal von oben an. Macht's gut, euer Sprödi.